Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Freunde und Genossen, einem jeden von Ihnen entbiete ich meinen freundschaftlichen Gruß am Ende des für uns alle so erfolgreichen Jahres 1969. Ein verfallenes Haus mitten im Thüringer Wald. Ein Haus, das von der Leidenschaft eines Mannes zu einem Ort erzählt und den Folgen. Das Haus war ja eigentlich das erste Objekt, inszeniert oder gewünscht von Walter Ulbricht, der dann seine ganze Liebe oder seinen Einfluss in den Ort eingebracht hat. Er wollte Oberhof hochbringen, nicht Klein St. Moritz, sondern Oberhof Walter Ulbricht. Ja, Leuna Werke Walter Ulbricht in Oberhof. Die wollten einfach unsere Häuser haben. Das hat bedeutet, dass der Grundstock und das eigentliche Oberhof nicht mehr war. Versteckt im Wald, auf fast 900 Metern Höhe, steht diese geheimnisvolle Ruine. Ein Haus, das Luxus und Komfort noch immer erahnen lässt. Es war die Nobelherberge des SED-Parteichefs, des Oberhofliebhabers und passionierten Skiläufers Walter Ulbricht. Das Haus ist Ende der 60er Jahre sein ganzer Stolz. In dieses Haus lädt Walter Ulbricht Silvester 1969 die Spitzen von Partei und Staat. Und alle kommen. Wenn Ulbricht ruft, ist Anwesenheit Pflicht. Für Honecker, Stoff, Hager und all die anderen und für deren Familien. Der Zutritt zum Gelände ist streng verboten. Es ist eine geschlossene Gesellschaft. Die, die hier 1969 feiern, formen seit 20 Jahren ein ganzes Land nach ihren Vorstellungen. Auch Chefkoch Günter Griebel bekommt das zu spüren, selbst in seinem Reich der Küche. Es geht um die Menükarte für den Abend. Ich habe mal eine Karte mitgebracht. Das heißt, eine Karte nicht. Das ist das, die Urform, die Schmierform sozusagen. So, und hier sehe ich gerade eine ganz verrückte Geschichte war das. Günter Griebel will Königsberger Klopse machen. Er ist mitten in den Vorbereitungen, als ihn Lotte Ulbricht, die Gattin des Parteichefs, in der Küche aufsucht. Lotte Ulbricht kam hier Küchengang rein, ganz aufgeregt. Herr Griebel, so geht das nicht. Auf der Karte steht Königsberger Klopse. Und Walter will die, der Chef, er war ja nicht Walter, Walter Ulbricht war bei Lotte, der Chef, sagt der Chef, möchte heute die Klopse essen, aber Königsberger Klopse, das geht nicht. Günter Griebel braucht mehr als einen Moment, um zu verstehen, dass es nicht um das Gericht selbst, sondern um den Namen des Gerichtes geht. Der Name Königsberg hat ihr nicht gefallen. Das geht nicht. Da haben sie in der Staatsbürgerkundeunterricht nicht aufgepasst, dass es kein Königsberg mehr gibt. Oh, dachte ich, sag ich, Frau Ulbricht. Und wenn wir jetzt Kabernklopse machen, genau, warum nicht gleich so? Und dann ist sie wieder abgerascht, weg war sie und das Ding war gegessen. Für Walter Ulbricht zählt im 20. Jahr der DDR die Vergangenheit nichts, die strahlende Zukunft alles. Er ist schon 78, aber sein Ehrgeiz, ein neues Land zu formen, ist ungebrochen. In diesem Sinne spricht er am Silvesterabend von diesem Haus aus zu den Menschen im Land, für die er seinen Sozialismus aufbaut. Wir übertragen Ihnen jetzt die Neujahrsansprache des Vorsitzenden des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik, Walter Ulbricht.
Wie immer hat sich Ulbricht vor der Kulisse des verschneiten Thüringer Waldes filmen lassen. Liebe Mitbürger, liebe Freunde und Genossen, in der heutigen Nacht beginnt nicht nur ein neues Jahr. Wir treten zugleich in die 70er Jahre unseres Jahrhunderts ein. Diese Zeit. Walter Ulbricht ist im 20. Jahr der DDR auf dem Höhepunkt seiner Macht. Er scheint unantastbar zu Silvester 1969 in seiner selbst geschaffenen Idylle im Thüringer Wald. Für Walter Ulbricht ist dieses Gästehaus die Krönung seiner Liebe zum Skilauf und zum Rennsteig. Eine Leidenschaft, die schon früh begann und mit der er Oberhof dramatisch veränderte. Oberhof nach dem Zweiten Weltkrieg, sowjetisch besetzt. In dieser Zeit entdeckt Walter Ulbricht den Ort wieder. Ulbricht ist begeisterter Skiläufer. Er kennt die Gegend gut aus der Vorkriegszeit. Damals war er Chef der Kommunistischen Partei in Südthüringen und Nordbayern. Auch die Oberhoferin Christa Braun liebt den Winter, den Schnee und den Skilauf. Sie ist damals Anfang 20 und arbeitet mit in der Pension des Vaters. ...1927 hat Fritz Geiger die Pension Quisisana eröffnet. Für den kleinen Gasthof ist die Nachkriegszeit eine schwere Zeit. Auch weil viele jüdische Gäste nicht mehr kommen. Die haben uns sehr gefehlt. Die haben Oberhof sehr gefehlt. Wir haben hier wirklich früher das Geld gelassen. Und das wurde ja gebraucht. Wir haben ja gelebt von den Gästen. Und das waren gute Gäste. Und die haben auch nie, das waren auch immer zufriedene Gäste. Und das war schon traurig damals. 1948 heiratet Christa den Waldarbeiter Rolf Braun. Beide hoffen auf eine gemeinsame Zukunft in Oberhof. Etwa zur gleichen Zeit beschließen Walter Ulbricht und der junge Manfred Ewald, später der starke Mann des DDR-Sports, die ersten Wintersportmeisterschaften der Ostzone in Oberhof auszutragen. Veranstaltet vom Deutschen Sportausschuss. In Oberhof im Thüringer Wald führte die neue demokratische Sportorganisation der Ostzone ihre ersten Wintersportmeisterschaften durch. Im Februar 1949 säumen tausende Menschen die Wettkampfloipe mitten im Ort. Der Skisprung fasziniert die Massen. Auch Walter Ulbricht, den starken Mann der Partei. Auf der über 2 Kilometer langen Abfahrtsstrecke am Schneekopf rasen die jungen Alpinen zu Tal. Die Meisterschaften vermitteln ein friedliches Bild, 4 Jahre nach dem Krieg. Auch Familie Geiger in der Quisisana hofft, dass es in Oberhof endlich wieder bergauf geht. ...90.000 Menschen kommen zu den Wintersportmeisterschaften 1949. Walter Ulbricht erkennt, wie effektiv der Sport für die Demonstration von Volksnähe und für Propaganda ist. Oberhof gerät ins Visier der neuen Staatsmacht. Ein Jahr später schlägt diese Staatsmacht zu. Christa Braun kann sich noch genau erinnern an jenen Schicksalstag, den 13. November 1950. Der Befehl ist eindeutig. Familie Geiger soll die Pension räumen, und zwar sofort. Sie müssen innerhalb von 2 Stunden das Haus geräumt haben. Da standen die mit einmal mit 2 LKWs vorm Haus. Und dann haben wir erst gesehen, dass vor anderen Häusern auch welche standen. Und da haben wir erst mitgekriegt, dass so viele dabei waren bei der ersten Aktion. Und das waren alles Häuser
in unserer Größe etwa. Ich bin schreiend im Wald gerannt, um einen Mann zu holen, das weiß ich noch. Und der hat die Axt mitgenommen und da kommt er und was ist hier los? Das war für den ganz schlimm. Und da hat er die Axt genommen und wollte den Polizist erschlagen. Also das wäre noch ein Drama geworden, wenn ich da nicht dazwischen gegangen wäre. Im Haus wohnen neben Rolf und Christa auch die Eltern, Christas Schwester und deren drei Kinder. Und das Schlimme war dann, dass die Kinder alleine auf den einen LKW geladen wurden und die Erwachsenen auf den anderen. Und ich frage mich heute, warum haben die uns das angetan? Warum haben die kleinen Kinder, 5, 7 und 9 Jahre, allein auf den anderen LKW aufgeladen? Die Familie weiß nicht, wo es hingeht. Die Chronik der Oberhofer Kirche spricht vom dunkelsten Tag in der Geschichte des Ortes. Von Alten, die Herzanfälle bekommen, von Kindern, die weinen, weil sie ihre schöne Heimat verlassen müssen. Ich darf nicht dran denken. Es war wirklich schlimm. Die Geigers mit ihrer Quisisana sind nicht die einzigen. Fast alle Hotel- und Pensionsbesitzer samt ihren Familien müssen Oberhof verlassen. Es ist mehr als eine Enteignung. Es ist eine Deportation. Etwa 50 Familien werden ausgesiedelt. Nicht nur Pensionsbesitzer, auch der Friseur, der Malermeister, der Konditor. Die Menschen kommen nach Gera, Schmölln oder in den Knast. Hauptsache weit weg. Viele fliehen gleich in den Westen. Christa, ihr Mann, die Mutter, Schwester und die drei Nichten werden in eine ebenfalls zwangsgeräumte Wohnung in Rastenberg in Nordthüringen eingewiesen. Die Menschen dort sind solidarisch. Und einen anderen Tag hatten die Leute nun erfahren von uns, von unseren Oberhofer Sache wahrscheinlich auch. In Zeitung stand es ja. Und da haben wir nur Unterstützung gekriegt von der Bevölkerung. Da kam jemand mit einem Milchtöpfchen, brachte uns Milch. Dann hatte jemand geschlachtet und brachte uns eine Kokwurstsuppe. Und der andere brachte uns eine Tüte Mehl. Also wir hatten kein Geld und hatten gar nichts, wie wir dort waren. Die Propaganda bemüht für die Enteigneten das gesamte Vokabular des Stalinismus. Sie seien Nazis, Spekulanten, Wirtschaftsverbrecher. Doch der Anforderungsbescheid vom 11.11.1950, unterzeichnet vom Innenminister Thüringens, einem Intimus von Walter Ulbricht, entlarvt die Absichten. Die Häuser sollen dem Deutschen Sportausschuss Berlin übergeben werden. Die Betriebe, so heißt es, dürfen wegen des bevorstehenden Wintersports nicht stillgelegt, sie müssen vielmehr fortgeführt werden. Dazu muss alles Inventar erhalten bleiben. Das ist der wahre Grund für die Aussiedlung. Die Aktion präpariert Oberhof für die Wintersportmeisterschaften 3 Monate später. In Anwesenheit unseres Präsidenten Wilhelm Pieck und Walter Ulbricht. Die Staatsmacht hat Oberhof jetzt fest im Griff. Der Abfahrtshang am Schneekopf soll Walter-Ulbricht-Hang heißen. Die Pension Quisisana wird Majakowski-Heim. Pieck und Grotewohl logieren in der kleinen Pension des Malermeisters Schlund. Walter Ulbricht und die Genossen richten sich ein in Oberhof. Ulbricht kommt Jahr für Jahr hierher. Er residiert in verschiedenen Häusern, die jetzt alle in der Hand seines Staates sind.
Oberhof wird für Walter Ulbricht immer wichtiger. Der Ort liegt mitten in Deutschland. Jedes Jahr treffen sich hier Sport und Politik zu deutsch-deutschen Gesprächen. Selbst Bürgermeister wird man hier nicht mehr ohne das Wohlwollen des Parteichefs. Der plant ein ständiges Haus in Oberhof. Dass diese Entwurfspläne heute im Büro des Architekten Erhard Simon in Suhl liegen, grenzt an ein Wunder. Sie waren vor fast 50 Jahren streng geheim. Simon hat sie damals heimlich mitgenommen. Er war der Architekt von Ulbrichts Gästehaus in Oberhof. Simon ist 25, als der Geheimauftrag aus Berlin Ende 1963 das volkseigene Hochbaubüro in Suhl erreicht. Simon soll ein exklusives Haus entwerfen für ein Grundstück nahe Oberhof. Der Standort war an und für sich ein Wunschstandort von Walter Ulbricht. Er wollte unbedingt rein in den Wald. Der Parteichef will direkt vor der Haustür Ski laufen. Es war ein richtig schönes Waldgrundstück. Mit Jungbestand und Altbestand, wie eben der Thüringer Wald so ist. Dass dafür einige Hektar Wald weichen müssen, nimmt Ulbricht in Kauf. Wenn so etwas festgelegt war, gab es keine Widersprüche. Da wurde eben gehandelt. Ja. Heute würden vielleicht die Grünen auf die Barrikaden gehen. Erhard Simon entwirft ein Haus voller Licht und Transparenz und trifft damit genau den Geschmack von Walter Ulbricht. Von der Gestaltung her wollte man ja den Eindruck der Landschaft auch beim Betreten des Hauses, wegen dieser riesengroßen Glasfassade. Also man hat also den Durchblick gehabt. Die Glasflächen kommen aus Belgien. Die Architekten können aus dem Vollen schöpfen. Das Haus wird als Projekt der Landesverteidigung eingestuft. Beschaffungsprobleme gibt es nicht. Es gab in der DDR, sagen wir mal, sondern alles. Es wurde alles exportiert. Wir haben dann aus dieser Produktion das bekommen, erste Qualität. Das war das Schöne daran. Das hat auch richtig Spaß gemacht. Den Clubsaal ziert ein Blüthnerflügel aus Birkenholz. Vestibül, Speise- und Clubraum illuminieren 2500 Glaselemente aus den Glasmanufakturen Thüringens. Wir hatten also Glasprismen. Und diese Glasprismen haben sich in den Kronleuchter, in den großen Lüster wiedergefunden. Die Treppenanlage, das Geländer der Freitreppe war auch mit diesen Glasprismen gestaltet, sodass auch, wenn es Lichteffekte dann eine Rolle gespielt haben, das alles sich wiedergespiegelt hat. Das war also auch für eine abendliche Highlight, wenn dann das Licht da drin war. Die Haustechnik ist für die 60er Jahre außergewöhnlich. Ganze Wände lassen sich versenken. Es gibt beheizbare Wände und Fußböden. Sogar die Freitreppe zum Haus wird elektrisch erwärmt. Das Ding war eine einzige Energievernichtungsmaschine, ob das heutzutage sieht. Ulbrichts Apartment ist das größte und schönste im Haus. Es ist so, wie er es sich gewünscht hat. Von jedem Zimmer aus blickt er direkt in den Wald. Und wenn er durch dieses Tor am Grundstück geht, dann liegen ihm die Höhenloipen des Rennsteigs zu Füßen. In dieses Haus kommt nicht nur Walter Ulbricht. Er nutzt es auch, um Gäste und Funktionäre aus dem Ausland einzuladen. Denen will er zeigen, was die DDR kann. Dafür ist ihm Oberhof noch zu provinziell. Er will aus dem Ort etwas ganz anderes machen. Er will hoch hinaus. In den 1960ern ist Oberhof immer noch ein beschauliches Gebirgsdorf.
einer der wenigen schneesicheren Orte auf dem Gebiet der DDR. Der Wunsch von Walter Ulbrich, muss ich sagen, war, Oberhof modern zu gestalten. Die alten Häuser schrittweise wegzunehmen. Ulbricht will hier ein internationales Tourismus- und Sportzentrum haben. Schon Anfang der 60er hat er damit angefangen. Die Schanze im Kanzlersgrund ist Ulbrichts erstes Großprojekt. Aus dem Berg gehackt von 350 Strafgefangenen der Wismut. Er war sehr, sehr engagiert. Das ging ja aus allen Dingen hervor. Er wollte eben in Oberhof sein Denkmal haben oder bauen oder wie auch immer, wie man das heutzutage bezeichnen darf. Erhard Simon arbeitet jetzt, 1967, im Büro für Städtebau in Suhl. Das Büro soll Ulbrichts Vision umsetzen. Der Parteichef kommt persönlich zur Präsentation nach Oberhof und hat Einwände. Wir hatten uns ja so ein bisschen so bewegt, dass man den Kern der Stadt eigentlich erhält. Das aber reicht Ulbricht nicht. Er bezieht seinen Berliner Haus- und Hofarchitekten ein, Hermann Henselmann von der Bauakademie. Und da ist dann im Grunde genommen in Oberhof diese Truppe mit eingestiegen, weil eben der Anspruch an Oberhof durch den Walter Ulbricht sehr hochgestellt wurde. Und er glaubte eben, dass die Leute von der Bauakademie dann ein anderes Feeling haben als unsere eigenen Leute. Henselmanns Masterplan ist radikal. Seine Entwürfe überragen das alte Oberhof um ein Vielfaches. Sie sprengen die Grenzen des Ortes in schierer Größe und Masse. Rolf Hackel ist 1967 Parteisekretär des Ortes. Er wird zusammen mit dem Bürgermeister nach Berlin bestellt. Im Großen und Ganzen wurden wir dann vor die fertige Tatsache gestellt, der Ort wird eben erweitert. Man hat uns damals einige Entwürfe präsentiert. Seht euch das mal an, guckt es euch an. Wir haben es uns angeguckt und haben gesagt, naja, schön und gut, aber wir sollten das bezahlen. Von meiner Seite kam das immer. Aber sie meinten, das lassen unsere Sorge sein. Ne? Mir hat dann so ein Staumeier mal gesagt, nur Geld wird in Berlin gedruckt. Nicht? Millionen wertvoller Devisen fließen Ende der 60er in Ulbrichts Prestigeprojekt. Nach Enteignung und Verstaatlichung jetzt die neue Stadt. Es gibt weder Widerstand noch Grundstücksprobleme. Uns hat es ein bisschen leid getan, oder mir persönlich, dass man eben dann doch so rigoros die eigentliche Stadtstruktur von Oberhof, das erlaube ich mir jetzt mal zu sagen, zerstört hat. Es ist das Ende des idyllischen Gebirgsortes. Die 1957 gegen Ulbrichts Willen erbaute Kirche wird aus der Stadtsilhouette getilgt. Sie wird schlicht mit Wohnblöcken umbaut. Ulbricht will es so. In Oberhof ist es mit der Gemütlichkeit 1969 endgültig vorbei. Walter Ulbricht aber lädt am Ende dieses Jahres in die Ruhe und Beschaulichkeit seines Gästehauses im romantischen Waldstück am Ortsrand von Oberhof. Über die Feiertage 1969 führt der Parteichef mit Stolz seine Genossen durch Oberhof. Das erste große Hotel, das Panorama, hat gerade erst eröffnet. Es wird schnell zu einer Ikone der DDR. Die Bevölkerung Oberhofs wächst in einem Jahr um 100%. Das Schicksal des Ortes hängt jetzt am Schicksal Walter Ulbrichts. Oberhof ist abhängig vom Parteichef. Die Atmosphäre im Gästehaus am Jahresende 1969 ist frostig. Besonders zwischen Erich Honecker und Walter Ulbricht. Die haben sich begrüßt mit Kopfnicken und das war's. Es war steif. Am Abend wird getanzt und getrunken. Auf 20 Jahre DDR
auf Ulbrichts Modernisierung des Landes. Doch die entspannte Atmosphäre ist nur noch Fassade. Längst misstrauen Honecker und Co. dem Chef. Beim nächsten Jahreswechsel wird Ulbrichts Ablösung bereits beschlossene Sache sein. Sein geliebtes Gästehaus und sein Oberhof wird er nicht mehr lange genießen können. Walter Ulbricht scheint auf dem Höhepunkt seiner Macht. Doch er hat den Bogen überspannt. Prestigeobjekte wie die in Oberhof, der Wille, von Moskau unabhängiger zu werden, all das wird ihm zum Verhängnis. Auch hier in seinem Gästehaus in Oberhof ist zu spüren, dass die Zeiten anders werden. Im Frühjahr 1970 ist Chefkoch Günter Griebel im Keller, als er Zeuge eines geheimen Gespräches zwischen Walter Ulbricht und Pjotr Abrasimov, dem sowjetischen Botschafter in der DDR, wird. Schuld ist eine der versenkbaren Wände. Griebel versteht jedes Wort der Genossen. Die streiten oben im Clubsaal über die Autoproduktion im Ostblock. Da wollte Brezhnev, dass Ulbricht das Werk in Eisenach dicht macht. Günter Griebel hört, wie Ulbricht wütend wird. Wir haben immer Autos hergestellt und wir werden auch weiterhin Autos herstellen. Berichten Sie das den Genossen Brezhnev. Und da war die Sache gelegen. Und da ist Abrasimov aufgesprungen, Tür raus, seine Mannschaft befohlen, wir fahren zurück. Und da sind sie abgefahren, Tschaika, und weg war Abrasimov, Berlin. Ja, Ulbricht ist dann auch vorzeitig abgereist. Weil er nun, das war so die Endphase. So. Und das sind so die Sachen, wo ich gemerkt habe, hei, da hier ist, das ist was am Wackeln. Günter Griebel täuscht sich nicht. 1971 wird Ulbricht von Honecker gestürzt. Das hat Folgen, auch für Oberhof. Das Neue wird nie fertig oder abgespeckt. Ulbrichts Visionen sind viel zu teuer. Es gibt nur noch DDR-Einheitsplatte. Für Berlin ist Oberhof nicht mehr wichtig. Hat niemand gefragt in Berlin, wie geht's euch denn da, was macht ihr denn da? Und so. Im Gegenteil. Rolf Hackl verwaltet als Bürgermeister bis zur Wende den Mangel. Als nach der Wende die großen Hotels im Zentrum abgerissen werden, verliert der Ort endgültig seine Mitte. Günter Griebel wechselt nach Ulbrichts Ablösung vom Gästehaus in die Großküchen des FDGB. Arbeitskräfte und Warenmangel machen ihm zu schaffen. 1978 macht er sich selbstständig. Noch heute führt er ein Gasthaus in Gräfenroda. Für Erhard Simon ist das Gästehaus der Einstieg in eine steile Karriere in der DDR bis zum Bezirksarchitekten. Heute, mit 74, arbeitet er noch immer als freier Architekt in Suhl. Christa Brauns Nichte kümmert sich nach der Wende um die Rückgabe der Pension. Das Haus ist heute wieder der ganze Stolz der Familie. Hätte ich ja nie gedacht, dass das noch mal kommen würde. Umso schöner war es dann. Ja. Geblieben sind Oberhof, der Wald und der Schnee. Von den etwa 50 Familien aber, die vor 60 Jahren von der Aussiedlung betroffen waren, leben heute ganze 8 in Oberhof.